Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War in der imperialen kurzen Kampagne mit dem Haus der Skipionen. Und es geht weiter mit dem nächsten Part, nachdem wir im letzten Part die karthagische Stadt Cordoba an den Füßen Spaniens erobert haben. Geht es also heute weiter. Wir haben natürlich ein weiteres großes Ziel, und zwar die hoffentlich letzte karthagische Siedlung Scala bis zu erobern. Die haben die Karthager also noch in ihren Händen. Das ist die Hauptstadt, und ich schätze mal, nachdem wir also zuletzt Cordoba erobert haben, wird das auch die letzte karthagische Siedlung sein, die unser Erzfeind noch hat. Und ja, wenn wir die erobern, dann dürften wir zumindest die Karthager ausgelöscht haben, und dann geht es ja nur noch gegen unsere lieben Numidia. Wir werden erstmal in Cordoba noch ein bisschen hier fortbilden, unsere angeschlagenen Einheiten soweit wieder regenerieren, und dann werden wir uns direkt auf den Weg nach Scalabis machen, denn die Stadt ist einfach mal extrem schlecht garnisoniert, und ich glaube, diese Einladung sollten wir annehmen, damit wir also unserem Kampagnenziel ein ganzes Stückchen näher kommen. Ja, wir haben in der letzten Runde soweit alles erledigt, wir haben aktuell keine Senatsmissionen mehr offen, also können wir direkt weitermachen. Beenden diese Runde und schauen, was passiert. So, wir werden belagert von den Numidiern. Die haben also gerade von Kraft geträumt. Darum werden wir uns gleich mal kümmern. So, Siedlung besetzen, Scalabis. Genau das machen wir auch so, meine Lieben. So, wir werden erstmal ordentlich Armee abziehen aus Cordoba. Natürlich werden einige Einheiten zurückbleiben. Und zwar Prinzeps. Was ist jetzt los hier? Wir wählen erstmal alles aus. Hallo. Aha. Okay, also Prinzeps bleibt zurück. Nochmal Prinzeps. Hastati. Equites. Und Prinzeps. Aber wie gesagt, Scalabis ist so schlecht garnisoniert. Da braucht man eigentlich jetzt ja nicht großartig den Aufwand drum machen. Wir gehen direkt mal mit unserem Spion in die Siedlung rein. Da ist auch, wie gesagt, nur noch der Anführer drin, Cordoba. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir ja, erstmal den Steuersatz eventuell senken, damit die Bevölkerung ein bisschen glücklicher ist über den Sachverhalt, dass wir die Stadt erobert haben. Wir werden Hauptstraßen bauen und Hastati ausbilden, nur damit hier die Zufriedenheit der Bevölkerung ja, oben bleibt. Parthien und Pontus haben sich ein Bündnis angekündigt, beziehungsweise ein Bündnis beschlossen. Karthago wurden Bauern rekrutiert, da lassen wir es jetzt einfach mal gut sein. Cordoba, Hastati und ansonsten nur fortgebildet, okay. Hier ist ansonsten in den Städten alles soweit in Ordnung. Um die numidische Armee hier müssen wir uns kümmern. Es ist der Erbe, der uns belagert. Tapnit hatten wir mit dem nicht schon mal zu tun. Ja, es ist natürlich schlecht, weil Leptis Magna ist extrem schlecht garnisoniert, weil wir hier plus Bauern in der Stadt haben. Oh Gott, oh Gott. Ja, Leute, das ist eine verzwickte Situation, muss ich gerade mal zugeben. Das hätte ich mir persönlich anders vorgestellt. 5 Runden haben wir bis zur Kapitulation, und das Einzige, was meiner Meinung nach zu Recht uns als Option übrig bleibt, ist in Karthago unsere Truppen hier abzuziehen. Statthalter können wir eigentlich zurücklassen, aber wenigstens die Armee hier oder den Großteil der Armee abzuziehen, weil sonst können wir Leptis Magna nicht verteidigen. Und genauso werden wir das machen. Die Armee zieht weg. Wir haben hier noch eine, die geht in die Stadt rein. Sehr schön. So, und ihr werdet euch so schnell wie möglich in Richtung Leptis Magna machen, damit wir die Stadt verteidigen können. So, ein Cordoba wurde repariert, mehr nicht. Ereignisse einer Seite, fortschrittlichste Seite sind wieder mal wir. Das ist natürlich schön. So, und Siedlung belagert Leptis Magna. Und die Siedlung werden wir auch hoffentlich verteidigen können. Wir müssen noch in unsere Wüstenstädte schauen hier. Die Midi ist die Bevölkerung wieder mal unglücklich. Warum auch immer, mal Bauern tut das schon. So, Nepte ist alles cool. Da oben auch. Tapsus, alles entspannt. Super cool, stimmt, jetzt können wir ja ein bisschen weiter bauen. Wir haben jetzt wieder ordentlich Geld, Lilibeum auch, von den großen Tempel des Saturn. Bringt uns ja bekanntermaßen Bonus auf die öffentliche Zufriedenheit, so. Okay, und dann können wir die Runde schon beenden und machen weiter mit der nächsten. Das ist natürlich eine verzwickte Situation, dass uns die Numidia ausgerechnet jetzt in Leptis Magna, einen unserer Schwachpunkte in dieser Kampagne, oder besser gesagt in unserem Reich, belagern müssen, aber das ist eben so. Damit müssen wir wohl leben. So, Scalabis können wir angreifen, müssen wir leider belagern, weil die Stadttore nicht offen stehen. So, Rekrutierungsbericht, die Midi-Bauern. Gott. Machen wir das jetzt einfach zweimal zur Sicherheit, und Cordoba. Hastati auch nochmal. Warum denn auch nicht? Agent entdeckt in Cordoba, ein Spanischer. So, wir haben wieder Haufen Senatsposten bekommen. Und natürlich das Allerwichtigste, weiter in Richtung Leptis Magna marschieren. Können wir dann die Wehrkaserne bauen.
Ja, also irgendwo müssen die Numidier hier verdammt nochmal eine Siedlung haben. Wo das ist, würde mich halt wirklich brennend interessieren. Aber das kann ich mir leider nicht aus den Fingern saugen. So, okay, dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. Haben soweit so gut alles erledigt und weiter geht's. So. Sehr gut. Die Spanier, die wollen die ganze Zeit irgendwas mit uns verhandeln, aber der Diplomat redet nicht mit uns. Naja, wie ihr wollt. So, wir werden jetzt den Karthagern, denke ich mal, den Gar ausmachen. Stärkefeld ist 5-1, das machen wir einfach so. Und zack. Und das muss es gewesen sein. Wir werden die Bevölkerung ausradieren, bevor die wieder durchdrehen. Bis zum geht nicht mehr. Den Steuersatz erniedrigen wir mal. So, können wir hier schon rekrutieren? Nee, nicht großartig, dadurch, dass wir jetzt natürlich die Bevölkerung ausradiert haben. Widerstand ist zwecklos und Scalabis. Seite vernichtet, Karthago. Endlich haben wir es geschafft. Die Karthager sind ausgerottet. Und wir haben damit Ziel 1 von 2 in unserer Kampagne sozusagen erfüllt. Senatsmission erfolgreich, 10.000 Denare haben wir bekommen. Die Midi-Bauern, nochmal Bauern. Und Cordoba, Hastati. Aus Sicherheitsgründen Bau abgeschlossen. In Tingis, der Markt ist fertig. Hier können wir jetzt erstmal nichts mehr bauen. Und der Rundenbericht. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, die Numidier haben sich zurückgezogen. So, das gibt's Saures, mein Freund. Jetzt brauchst du hier nicht mit der Masche kommen, dass du hier einfach eine Siedlung von uns angreifst und dich dann wieder verpisst. So läuft das überhaupt nicht. Also, ne. So geht das nicht. Wir werden jetzt die Fährte der Numidier aufnehmen, denn ich habe jetzt genug von denen. Ich will jetzt hier die Kampagne zu Ende bringen. Wir stehen kurz davor. Wir schauen es uns mal an. Also, wir halten 14 Provinzen. Das heißt, eine brauchen wir noch. Und die Numidier, die haben eventuell, oder ich nehme es einfach mal an, nur noch eine Siedlung. Und die werden wir erobern. Wir müssten halt bloß mal rausfinden, wo die ist. Und irgendwo hier wird die sein, nehme ich an. Aber naja. Hauptsache ist erstmal, dass wir die Karthager vernichtet haben. Das haben wir hier in Scala bis jetzt geschafft. Da haben wir Ruhe drin. So, gut. Okay, und dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie es weitergeht. So, die Spanier bieten uns ein Bündnis und deren Karteninformationen. Und das nehmen wir auch an. Warum denn auch nicht? Mit den Spaniern habe ich sowieso nicht vor, in den Konflikt zu treten. Da das in unserer kurzen Kampagne ohnehin nicht nötig ist. Von daher haben wir also das Bündnis beschlossen, so Numancia. Was ist denn das? Ach, das gehört den Galliern, okay. Ein Hafen ganz, ganz weit weg. Aber ich denke, der dürfte mit unserer Flotte hier aus Cordoba zu erreichen sein. Die diplomatischen Informationen. Thrakien und Dakien im Krieg, Spanien und das Haus des Scipion, also in einem Bündnis nun. Die Midi, die Bauern. Ja gut, wir haben genug Geld, da können wir hier schon mal ein bisschen vorrekrutieren. Cordoba, machen wir noch einmal Hastati aus Sicherheitsgründen. Der Baubericht, Lilibeum, der große Tempel des Saturn. Und schwupp geht die Zufriedenheit der Bevölkerung schon wieder hoch, das ist schön. Dann bauen wir hier den Rüstungsbauer. Syrta Fruchtfolge. Bauen wir als nächstes erstmal eine Akademie. Die Midi ist der Übungsplatz fertig, hier können wir jetzt auch erstmal nichts mehr bauen. Und Scalabis wurde bloß repariert. So, Ansehen beim Volk steigt, der Rundenbericht. Und Seite vernichtet das Seleukidische Reich. Okay, gut. Die Seleukiden also auch von der Bildfläche verschwunden. Nun schon das zweite Volk in unserer Kampagne, das das Zeitliche gesegnet hat. So, und wir verfolgen weiterhin die numidische Armee des Erben. Oder besser gesagt, die Armee des numidischen Erben. Tapnit. So, unser Diplomat kann ja immer ein bisschen gucken, ob er ein paar Aufgaben findet. Unser Spion natürlich auch. Wir haben jetzt die Karteninformationen der Spanier, das ist gut. Also die Gallier, die haben hier auf jeden Fall noch eine Siedlung in Spanien, und zwar Numancia. Aber dass deren Hafen so weit oben im Norden liegt, das erstaunt mich dann schon wieder ein bisschen. Aber naja, okay. Müssen wir so annehmen. Wir sehen auch schon, unsere Verbündeten, die Julia, sind langsam auf Kurs in Richtung Gallien. Die hatten am Anfang ganz schöne Probleme gehabt. Sind jetzt aber auch langsam in Fahrt gekommen, aber auf jeden Fall sind wir mal die römische Fraktion, die auf jeden Fall am fortschrittlichsten agiert. Warum haben unsere Verbündeten hier eine Armee? Wer weiß, egal, könnt ihr ja machen. Stört mich eigentlich nicht. Okay, dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. So, und wenn alles gut läuft, ist das hier heute schon der vorletzte Part dieses Let's Plays. Es ging erstaunlich schnell voran. Ja, hat aber auch sehr Spaß gemacht, und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, für diejenigen, die sich das fragen, in nächster Zeit auf jeden Fall wieder Let's Plays to Rome zu machen. Ich denke, eventuell Barbarian Invasion wäre ein Thema. Vielleicht aber auch nochmal hier eine große Kampagne zum normalen Rome. Je nachdem, wir müssen wirklich schauen, wie das geht. Oder wie ich es auch halt zeitlich hinbekomme. Das kann ich eben nie so wirklich vorausschauend sagen.
Aber naja, Let's Plays folgen immer. Das ist nicht das Problem. Aber ich tendiere schon fast so ein bisschen dazu, dass ich Barbarian Invasion spielen werde. Also die Erweiterung zu Rome, aber das dürfte ja eigentlich jedem im Begriff sein. Fand ich damals richtig geil, Barbarian Invasion. Und dann wird es ja eigentlich passen. Wir haben den ersten Teil von Rome gespielt. Barbarian Invasion, eventuell Alexander gibt es ja auch noch, habe ich ja auch die Erweiterung. Fand ich allerdings jetzt nicht so pralle, aber wäre ja auch eine Überlegung wert. Und dann auf jeden Fall irgendwann mal Rome 2. Also ich bin da wirklich noch am Überlegen, was ich alles Let's Playen werde. Da müssen wir wirklich abwarten, wie es vorangeht, wie ich es natürlich auch zeitlich schaffe. Zumal ja dann ab September so die Dreh rum auch PS3 Let's Plays folgen werden, habe ich ja schon mal angekündigt. Auf jeden Fall NHL steht dann an. FIFA eventuell habe ich in Planung. Aber ich will nicht zu viel verraten. Lasst euch doch mal überraschen. So, hier geht's weiter. Ja, und hier haben die Numidia auf jeden Fall noch eine Siedlung in Libya, also Libyen. Wer hätte es gedacht? Das war jetzt ein absolut krankhaftes Rätsel. So, ja, was soll ich machen? Ich kann hier nur einen Bauern nach dem anderen rekrutieren. Das bringt nichts. Leptis Magna, die Wehrkaserne ist fertig. Das ist schön. Machen wir jetzt gleich die Stelle. Können jetzt endlich unsere Hastati fortbilden. Und auch gleich einmal rekrutieren. Dann die stärkste Seite ist jetzt das aus der Puti. Zieh an. Rundenbericht. Und Seite vernichtet. Skythien auch. Also jetzt geht es ja aber Schlag auf Schlag. Eine Seite nach der anderen wird hier vernichtet. Das ist ja auch krass. So, hier werden wir auch Bauern rekrutieren. Was anderes bleibt uns übrig. Die sind schön billig. Die Zufriedenheit der Bevölkerung geht trotzdem hoch. Also beklagen kann ich mich da eigentlich nicht mit dem Sachverhalt. Auch wenn es natürlich nervig ist, dass die Bevölkerung ständig unzufrieden wird, obwohl wir doch gar nichts getan haben. Aber genau das ist vielleicht der Grund. Wer weiß. So, und schaut euch das an, dieses Riesenreich. Wenn man überlegt, wie wir angefangen haben. Mit Capua und Misana. Und jetzt haben wir hier gefühlte 1000 Siedlungen. Das ist schon eine Entwicklung. Dafür haben wir gar nicht allzu lange gebraucht. So, okay. Runde wieder beenden. Ich hoffe, dass wir jetzt hier diese numidische Siedlung finden. Verdammt nochmal, das ärgert mich natürlich, dass sie das hier noch überlebt haben. Da wären halt Karteninformationen am Anfang nützlich gewesen, aber an sowas denkt man dann halt meistens erst hinterher. So, okay, das da oben ist eine Rebellensiedlung. Also irgendwo hier hinten muss die Numida-Siedlung sein. Ich glaube hier. Ich hatte es ja, glaube ich, in einem der anderen Videos vorher schon mal gesagt, dass die Numidia hier hinten irgendwo eine Siedlung haben, genau an der Grenze zu Ägypten. Und vielleicht finden wir die heute auch noch. Leptis Magna, Hastati, machen wir gleich nochmal, bevor uns hier wieder jemand angreift. Man weiß es ja nicht. In Sirta ist die Bevölkerung tatsächlich zufrieden geblieben, das ist aber cool. Hier natürlich nicht in die Midi. Das ist wirklich trügerig, was dort los ist. So, in Sirta, die Akademie ist fertig, wird jetzt erstmal der Rüstungsbauer gebaut. Ereignisse einer Seite und der Rundenbericht. Wir machen zwar wieder ordentlich Minus, aber was soll's? Gegen Ende dieser Kampagne ist das, denke ich, halb so wild. So, wir wollten weiter voranschreiten mit unserer Flotte. Ich hoffe, wir schaffen das noch im vorgegebenen Zeitraum dieser Senatsmission, den Hafen zu blockieren. Ja, zwei Runden haben wir noch, da schaffen wir das auf jeden Fall. So. Und das Wichtigste bleibt, dass wir jetzt hier die letzte numidische Siedlung finden und sie erobern. Und darauf werden wir uns jetzt ganz extrem versteifen. Ich greife aber hier den Erben der Numidia ganz einfach nicht an. Man muss es ja nicht übertreiben. Weiß ja nicht, was da sonst noch so auf uns zukommt. So, Leptis Magna, Hastati nochmal. Sirta. Alles in Butter und die Midi. Ja, die drehen hier völlig durch. Ich senke einfach mal den Steuersatz. Das ist einfach das Logischste, was man machen kann. Ich meine, das spiegelt sich dann zwar in unseren finanziellen Möglichkeiten wieder, aber ich sag mal einfach, da ist die Bevölkerung glücklich. Wir am Ende auch, wenn wir uns hier nicht mit irgendwelchen aufständischen Potenzial rumstreiten müssen. Da hätten wir alle Probleme gelöst. Und gerade jetzt, wo wir sowieso unser Volk, unser Reich eigentlich im Großen und Ganzen so gut wie aufgebaut haben, ist es eh nicht mehr so wichtig. So. Oh, wir haben ein Bündnis gebrochen, das ist aber weniger schön. Krieg, das Haus des Gebion und Gallien und ja, das Bündnis mit den Spaniern ist leider schon wieder zu Ende. Ja, hätte ich das gewusst, dass sie natürlich mit den Galliern verbündet gewesen sind, aber dass sie sich dann eben dafür entscheiden, weiter mit den Galliern verbündet zu sein, ist auch ein Rätsel. Naja, okay, wie ihr wollt. Muss euch überlegen. So, weiter geht's. Die Numidia sind uns wichtiger als die Spanier und Gallier, sage ich einfach mal so. Ist wirklich so, ist einfach so. So. Jupp. Sehr gut.
Und ich will wenigstens in dieser Runde, die Zeit ist zwar langsam ran, dass wir den Part beenden, aber ich will die Siedlung noch finden. Diplomatische Information, Pontus, Armenien im Krieg, Armenien, Parthien, die Bündnisse gebrochen, Rekrutierungsbericht, Leptis Magna, da lassen wir es erstmal gut sein, Syrta, auch da ist alles gut, die Midi sowieso, der Baubericht, Syrakus, Kavalleriestelle, hier können wir die Stadt jetzt mal weiter ausbauen, und Leptis Magna, die Stelle, machen wir erstmal den Schmied. Okay. Nachricht des Senats. Der Senat hat eure Mühen für Rom bemerkt und ist sehr dankbar. Das ist aber schön. Dankeschön, Dankeschön. Gerne doch. 1000 Denare haben wir für unsere erfüllte Senatsmission bekommen. Gut, da können wir hier aufhören, den Hafen zu blockieren. Uns vielleicht wieder drum bemühen, mit den Galliern den Waffenstillstand auszuhandeln, weil uns der Krieg mit denen im Prinzip ja sowieso nichts bringt. Unser Diplomat ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden, kann das sein? Moment. Mal eben schauen hier. Konnte man doch irgendwo einsehen. Genau, Agenten, ja, der ist wahrscheinlich gestorben. Okay. Können wir uns ja eventuell um einen neuen bemühen, aber erstmal geht's hier weiter. Im äußersten Süden der Kampagnenkarte. Auf der Suche nach der letzten Stadt der Numidia. So, okay, ich sehe schon, die Spanier haben uns gerade eben den Krieg erklärt. So, Niederlage steht bevor. Britannien, bald wird man eure Ehre als Römer in Frage stellen, da eine andere Seite kurz davor steht, den Sieg davon zu tragen. Bitte was? So, Hafenblockade Neu-Karthago. Was? Britannien, wir haben doch mit denen überhaupt nichts zu tun. Wir sind neutral mit denen. Wir befinden uns nicht mit denen im Krieg. Hä? Das war wahrscheinlich jetzt ein Fehler des Spiels. Aha, naja gut, okay, interessant zu wissen, dass wir, dass unsere Kampagne voll für den Arsch war und dass wir verlieren werden. Ach, interessant. So, Krieg, Spanien und das Haus des Scipione, wenn ihr das so wollt. Einheitenrekrutierung in die Midi ist abgeschlossen. Okay. Neues Familienmitglied, Senatsposten erhalten, wieder eine ganze Menge. Überflutung, Liguria. Okay, das betrifft eher das Haus der Julia, aber es hat keine Todesopfer gefordert, wie wir sehen. Rundenbericht und Seite vernichtet. Germanien auch schon, das ist verrückt. Ja, vielleicht war das auch damit gemeint, dass die Britannier so rasch vormarschieren und jetzt sogar die Germanen schon ausgeschaltet haben. Das könnte natürlich möglich sein. Das würde auch Sinn ergeben, aber ja, aber ich wollte schon sagen, mit uns hatten die doch jetzt wirklich einfach überhaupt nichts zu tun. So, Runde können wir wieder beenden. Aber naja, so ist das halt. Gut zu wissen. Aber da wir die kurze Kampagne spielen, werden wir uns mit den Britanniern wohl auf kurz oder lang sowieso nicht mehr auseinandersetzen müssen. Sonst wir marschieren hier weiter. Irgendwo muss doch die Siedlung sein. Na bitte! Siva! Und Leute, wie ich es mir gerade so überlegt habe, wir werden jetzt die Siedlung gleich belagern. Ein paar Rammbrücke bauen, die Tore einrammen und dann ist die Kampagne zu Ende. So, Senat, Julia, Bruti befinden sich mit Spanien im Krieg. Einheitenrekrutierung abgeschlossen, die Bauern. Genau, und die Mili, da hatten wir ja noch eine ganze Menge offen. Baubericht, Lilibeum, Akademie. Bauen wir jetzt erstmal, was bauen wir denn jetzt? Vor Schrecken Forum, okay. Syrta, der Rüstungsbauer, Schiffswerft, Cordoba Akademie. Fruchtfolge. Aber es ist hier in Syrta schon wieder los. Nochmal einmal Bauern. Ganz schnell und unkonventionell das Problem gelöst. So, Neu-Karthagos Werft, oder die Werft der Spanier in Neu-Karthago wird blockiert. Dass der große Senat in seiner Weisheit gewünscht hat. So, die Runde beenden wir wieder. Das geht jetzt ja alles schnell. Aber naja, hätte gar nicht gedacht, dass wir das heute schon fertig bekommen, aber sieht ja alles danach aus. Und ich glaube mal, selbst diese eine Armee von den Numidiern würde uns nicht mehr aufhalten. Niederlage steht bevor Ägypten. Also auch die werden aktuell hart im Nehmen sein. Numancia, ach Leute. Ja, zum Glück sind wir mit unserer Flotte noch nicht allzu weit weg. Da kommt nämlich gleich. In der nächsten Runde zumindest. Das dann erledigen. Okay, jetzt aber einen Moment hier. Die Stadt belagert. Ganz schnell. Ja. Der Erbe. Und das ist jetzt sogar schon der Anführer. Für uns war es noch der Erbe, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, Rekrutierungsbericht. Syrta Bauern. Okay. Und die Midi. Okay. Bau abgeschlossen. Leptis Magna der Schmied. Übungsplatz bitte. So, das ist auch alles fertig. Senatsmission haben wir gerade geklärt. Kleinstadt wächst, die Midi. Gut. Das sind jetzt hier unsere letzten Züge in diesem Let's Play-Projekt. Verabschiedet euch schon mal.
von Rome Total War. Mit dem Haus des Gibeon zumindest, vom Spiel noch nicht. So, okay. Runde beenden und dann wird belagert. Beziehungsweise angegriffen und dann ist alles vorbei. Ich hoffe es zumindest. Dann fällt auf einmal auf, dass die Numidia noch ganz augenscheinlich in Germanien irgendwo eine Siedlung haben oder so. So, wir werden angegriffen. Freundchen, 10 zu 3 Stärkeverhältnis. Da habe ich was anderes für dich. So. Und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Werden die Siedlung angreifen. Genau, das muss jetzt reichen hier. Und wir haben es geschafft, Leute. Und jetzt kommt das epische Video zum Sieg. Euer Sieg ist ein wahrlich nobler. Eure Erzfeinde in Afrika, die Karthager und Numidia, sind nur noch eine Fußnote der Geschichte, die von nun an über euren ruhmreichen Triumph berichten wird. Ich bin stolz auf das Erreichte. Wir haben die kurze Kampagne bei Rome Total War erfolgreich bestanden mit dem Haus des Gibionen. 15 Provinzen haben wir eingenommen. Karthago und Numidien innerhalb kürzester Zeit vernichtet und ich denke, das ist ein Sieg, auf den man wahrhaft stolz sein darf. Ich drücke jetzt einfach mal weiterspielen, damit der Spielstand nicht verloren geht. So, die Bevölkerung ist unzufrieden. Radieren wir demzufolge nochmal aus. Senken den Steuersatz aus Sicherheitsgründen so und werden dann hier die Straßen bauen. Ja Leute, wir machen das hier noch schnell zu Ende. Seite vernichtet, Numidien, damit also unsere Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Syrakus, Palast des Prokonsuls. So, okay, das lassen wir jetzt einfach mal, weil an dieser Stelle ist unser Let's Play Projekt zu Ende. Wir haben es geschafft, Rome Total War in der imperialen kurzen Kampagne mit dem Haus des Gibion zu spielen. Wir haben also nicht allzu lange gebraucht, haben unser Kampagnenziel 15 Provinzen zu erobern und Karthago und Numidien zu vernichten erfolgreich bestanden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ja, in der Zeit meiner Let's Player Karriere jetzt mein zweites Projekt, mein erstes Projekt, das eben kein Sportspiel war. Ich habe bis dahin bloß NHL Let's Play, wie schon aufgefallen sein dürfte, und Rome Total War. Ja, wollte ich ganz einfach mal machen, weil ich, wie gesagt, früher gerne gespielt habe. Das habe ich ja am Anfang alles erläutert. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, das zu Let's Playen. Ich hoffe, ihr auch. Ihr hattet euren Spaß. Und ja, wie gesagt, weitere Projekte bei Rome in der Zukunft sind geplant. Ich denke, das wird auch durchgezogen werden. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen bei diesem Let's Play-Projekt. Hoffe, ihr hattet euren Spaß. Sagt Dankeschön an dieser Stelle. Wir haben es geschafft. Ja, und sagt dann, schaut wieder rein, wenn es weitergeht mit NHL 09 und mit einem neuen Projekt. Ihr werdet sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.